Huh, geil. Die Farben, ey. Mega. Okay. Krass, also die Farben ballern echt. Ja, der ursprüngliche Raygun, das war ein Nike SB Dunk, kam 2005 raus und er wurde inspiriert von so einem fiktiven NBA-Team, welches Nike sich ausgedacht hat, den Roswell Rayguns. Das waren auch die Farben davon und ja, es gab einen schwarzen, es gab einen weißen, das ist ja der weiße. Der schwarze ist das Heimteam, der weiße, ja, dann das Away-Team natürlich, die Away-Rayguns, wenn man so nimmt. Und das Maskottchen von diesen Roswell Rayguns, das war ja so ein Außerirdischer, auf den SB Dunks, die letztes Jahr rauskam, da gab es ja hier wirklich einen Außerirdischen hier an der Seite. Bei dem ersten Modell seht ihr es ja eigentlich auch. Hier ist es nur noch mehr oder weniger das Logo hinten. Also manche erkennen das hier hinten als ein Basketball oder so, manche auch zum Beispiel als ein Kopf von einem Außerirdischen, was es halt am Anfang war. Aber ja, Roswell Rayguns. Sehr nice. Wie gesagt, die ersten, oder beziehungsweise auch der letzte, jetzt zuletzt, letztes Jahr rausgekommene, das waren ja alles SB Dunks. Das hier ist ein Air Force One. Eigentlich sollte zur gleichen Zeit wie dieser Air Force One auch ein Blazer droppen. Ist er bisher noch nicht. Auf den warte ich halt auch noch. Also das weiße Leder, was wir bei dem Schuh haben, es ist wirklich so ein Default-Leder. Der Schuh hat ja auch wirklich 110 Euro bloß gekostet, also wie ein normaler Air Force eigentlich. Das heißt, so super hochwertige Materialien müssen wir hier nicht erwarten, was hier auch nicht der Fall ist. Es ist wirklich normales weißes Leder. Das heißt, irgendwann mal wird es auch Creases werfen. Die Farben, das sind wirklich diese Farben dieser Roswell Rayguns, was wir hier sehen können, was ziemlich nice aussieht. Wir haben natürlich dann diese Logos hier hinten bei beiden Schuhen. Wir haben so einen gelben Heel-Tab bei diesem Schuh mit dem Nike Air Schriftzug drauf. Die Swooshes, die sind schwarz-gold. Und bei dem linken Schuh, also beim rechten nicht, aber beim linken steht, wie ihr sehen könnt, glaube ich, Rayguns noch drin auf der Einlagesohle, was der Schuh hier nicht hat. Da steht nur Nike Air drin. Das Geilste bei dem Schuh ist aber wirklich das, was mir am besten gefällt, ist dieser richtig geile, kleine, orangene. Er sieht zwar eher rot aus, aber er ist orange, swoosh aus, den der Blazer leider nicht haben soll. Ansonsten wäre es wirklich ein sehr, sehr geiler Schuh. Aber ja. Also super Detail, gefällt mir richtig gut. Zu der Cushion von dem Schuh brauche ich, glaube ich, nichts zu erzählen. Es ist einfach ein normaler Air Force. Das heißt, wir haben natürlich dann schon hier eine Air Unit hinten. Bei dem Schuh wie bei den ganzen Air Force Modellen auch. Aber es ist hier wirklich halt nichts Spezielles. Also hier geht es halt wirklich um die History, also um die Rayguns an sich, um das Design von dem Schuh, die Qualität. Alles ist einfach mal mittelmäßig, wie bei so einem ganz normalen Air Force One. Er wird sicherlich irgendwann mal super bequem sein, aber es ist halt kein außergewöhnliches Leder wie bei so einem Air Force One Craft zum Beispiel. Preislich sind diese Schuhe hier auch bei ihrem Retail-Preis geblieben. Also ich gehe mal auch davon aus, dass sie jetzt nicht wirklich brutal steigen werden. Es ist einfach mal kein Dunk oder SB Dunk. Es ist einfach nur ein Air Force. Also wenn ihr den Schuh euch rauslasst, bekommt ihr ihn immer noch für Retail bei StockX und anderen Resellern. Überall sonst ist er, glaube ich, jetzt schon ausverkauft, obwohl es ziemlich viele Restocks gab. Haut es mal gerne in die Kommentare, ob euch dieser Schuh hier gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, lasst mir bitte auch ein Abo da. Für heute sind wir fertig. Vielen Dank, macht's gut. Ciao.